er war wieder da. Und er hat sich ganz gut gehalten. Die Rede ist vom ehemaligen französischen Kaiser Napoleon Bonaparte. Schon 1813 weilte er im heutigen Nordosten des Burgenlandkreises und nun, 200 Jahre später, kam er auf eine weitere Stippvisite vorbei. Wie anno dazumal stand natürlich die Quartiername an, denn irgendwo muss ein Kaiser des Nachts sein Haupt betten. Doch dieses Mal war es das Lützener Schloss, denn das Gebäude des damaligen Amtsgerichtes steht leider nicht mehr. Nach einer herzlichen und vor allem friedlichen Begrüßung durch den Bürgermeister von Lützen besichtigte der diesjährige Napoleon mit seinen im Vergleich zu damals nicht ganz so zahlreichen Gefolge viele Ausstellungsstücke, die die Zeit von damals überstanden hatten. Er war ja dann am 2. Mai unterwegs nach Leipzig und ist erst am späten Nachmittag aufgrund der Kampfhandlung in Großkirchen zurückgekommen. Und das wollten wir heute ganz einfach diesen Weg mal gehen. Wir waren ja in Rippach, wir sind über Röcken geritten bis hierher. Das ist eigentlich der Weg, den er damals gegangen ist. Und der 1. Mai war ja für Napoleon nicht unbedingt ein Tag vor dem Gefecht oder Schlacht bei Großkirchen. Es hat sich dann eigentlich so ergeben. Die Bewirtung der Gäste aus Frankreich war am 2. Mai freundlich und auch freiwillig, denn das Scharnhorstfest soll nicht nur ein Ereignis sein, um die damaligen Uniformen im Einsatz zu sehen, es soll in jedem Fall vor Augen halten, dass ein Krieg Tod und Leid bei allen Beteiligten und auch bei der Zivilbevölkerung mit sich bringt. Etwas, was es aktuell und natürlich in der Zukunft zu vermeiden gilt. Bei solchen Auseinandersetzungen gibt es immer mindestens zwei Seiten. Wir konnten mit dem preußischen Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher bzw. seinem Darsteller über die Anfänge des Scharnhorstfestes sprechen. Angefangen hat das hier bei uns in Mitteldeutschland seit 1980. Da war das natürlich alles noch ein bisschen Spielerei und so. Wo dann die Wende kam, wurde das alles ein bisschen professioneller und wir wurden damit auch europäischer, denn dann hatten wir Leute aus Frankreich, Belgien und überall her. Und wie soll ich sagen, ich habe 25 Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Vor 25 Jahren, zur 175-Jahr-Feier, war ich das erste Mal Blücher. Ja, und das ist es nun. Ich bin irgendwie noch richtig euphorisch. Das wird wahrscheinlich nur noch in den nächsten Tagen noch ein bisschen brauchen, bis es abklingt. Und es war einfach schön. Und das Schönste ist eben, wenn man hier so unter Kameraden ist und wenn sich Blücher und Napoleon umarmen, die sich eigentlich überhaupt nicht leiden mögen. Und da muss immer ein Dolmetscher sein, weil er ist wie Napoleon, er spricht nur Französisch, Blücher ist wie Blücher und er spricht eben nur Deutsch und wir verstehen uns trotzdem. Und das ist Europa und nicht, was uns irgendwelche Politiker oder sonst was hier erzählen wollen. Wir leben Europa. Neben den schon zur Tradition gehörenden Gefechtsdarstellungen, an denen in diesem Jahr um die 2000 Darsteller mitgemacht hatten, war der sonntägliche Umzug durch Großkirchen der Abschluss der fünftägigen Veranstaltung. Die meisten von uns sind auch Hobbyhistoriker, die wissen auch über die Sache Bescheid und wir versuchen das so gut wie möglich nachzustellen. Wir haben immer gesagt, wir machen Geschichte zum Anfassen. Viel europäische Geschichte auf burgenlandkreisischem Boden, die in diesem Jahr zu einem Highlight aufbereitet wurde. Geschichte, aus der man immer lernen sollte. Kann jeder nachlesen und jeder, der irgendwann mal in irgendeiner Schule war und hat das irgendwann mal was von den Befreiungskriegen gehört und hat auch was gehört von Napoleon, haben sie ja fast alle gehört, von Blücher eigentlich auch, und deshalb möchte ich noch immer mit Blüchers Spruch sagen, ran wie Blücher. Oder auf der anderen Seite gibt es noch einen schönen Spruch, der eine mit dem Schnabel, der andere mit dem Zabel. Ganz interessant.